Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von. Oh, was ist denn das hier? Oh, Jurassic Park Evolution. Ich dachte, er schwimmt. Der läuft irgendwie durchs Wasser. Ist anscheinend nur seichtes Wasser, aber guck mal, wie glücklich die sind. Oh, gucken wir mal. Bestand sozial. Die dürfen nicht zu sozial werden, anscheinend. Sind das Einzelgänger? Ich weiß es nicht. Wir behalten erstmal diese drei bei. Und wir werden uns erstmal anderen Fossilien widmen. Jede Gelegenheit birgt auch Risiken. In diesem Fall haben Sie eine Gelegenheit genutzt. Gut gemacht. Oh, gar nichts gemacht. Ach so, ach, die Mission ist erfolgreich. Beschaffen Sie 50% des Herbert hier. Genoms. Ich hätte da einen neuen Job, der Ihren Fähigkeiten entsprechen sollte. Schauen Sie sich die Sache an und sagen Sie Bescheid, wenn Sie Interesse haben. Edmontosaurus. Ist es nicht das, was ich schon gesammelt habe? Aber ich hab doch gerade jetzt, nicht jetzt. Es. Nehmen Sie den Auftrag an. Ich habe das Gefühl, er wird für uns beide langfristig wertvoll sein. Erhöhen Sie ein Dinosaurier-Genom auf mindestens 60, okay. Hören Sie, ich weiß, dass die Sicherheitsabteilung nach Möglichkeiten sucht, die Dinosaurier zu kontrollieren. Und vielleicht ist das neue Genom dabei hilfreich. Aber diese Tiere brauchen Verständnis, nicht Kontrolle. Vertrauen und Respekt beruhen auf Gegenseitigkeit. Was wollen die von mir? Ich will nur spielen. So, wir werden ein neues Gehege anbauen. Und zwar genau. Ich würde gerne immer hier diesen Rand sehen können. Das wäre optimal. Ich meine, es wäre hässlich, aber es ist. Ich würde es zumindest immer sehen können. Komm, wir machen hier das Ding hin. Oh, ein neues lebensfähiges Genom. Ja, wir werden das noch bauen. Also, Ich erstmal. weiß nicht, was schlimmer Halt's ist, Maul. in den Tieren nur eine Geldanlage zu sehen oder sie als Kuriositäten auszustellen. Ich will doch nur spielen, Mann. Das ist ein scheiß Problem. Okay. Wir machen hier einfach ein neues Gehege hin. Wir haben doch genug Geld, ne? Also, hoffe ich zumindest was. Ach so. So. Schön groß soll das Ganze sein. Soll nämlich ein paar Fleischfresser rein. Ich weiß noch gar nicht, ob das wirklich gut ist, so klein zu bauen oder ob man größer bauen sollte. Mal gucken. Ein Tor werden wir gleich erst bauen. Die Sicherheitsabteilung schuldet Ihnen was. Lass mich in Ruhe. Ich will einfach nur spielen. Okay, wir haben hier sogar Strom. Hallo? Nur der Weg ist kacke. Oder auch nicht. Das könnte perfekt werden. Guckt euch das an, Freunde. Das könnte der perfekte Weg werden, wenn ich es hier hinbaue. So. Ich kann den Weg absolut nicht sehen, aber ist mir egal. Ist das jetzt verbunden? Ja. Okay. So. Dann brauchen wir natürlich noch ein Tor, wofür auch immer, aber wir brauchen anscheinend Tore. Wir backen einfach da so hin. So, das passt schon. Und da gehören dann unsere die Fleischfresser werden dann da gelagert, bis wir dann irgendwann mal hier ein Tier rausnehmen und dann einfach mal hier reinwerfen. Gucken, was passiert. Kann ja nicht schaden. Reicht das Essen? Ich weiß nicht, kann ich mir das Essen angucken? Jeder Dino hat eigene Nahrungsbedürfnisse, wie wir Menschen auch. Bauen Sie die richtigen Futterstationen in den Gehegen, hä? Ich bin ja eher der Rindfleischtyp. Okay, also wir stellen einfach den Finch aus. Anscheinend will er das. Futterstationen geben alle paar Minuten Nahrung frei, wobei Restbestände verworfen werden. Futterstationen müssen von Zeit zu Zeit von Ranger-Teams aufgefüllt werden. Futterstationen geben alle paar Minuten Nahrung frei. Und müssen dann aufge. Wieso hat man nicht einfach hier so ein Tunnelsystem? Ich meine, die kommen doch aus dem Boden raus. Da kann man doch ein Tunnelsystem bauen, einfach das Essen reintun. Ist das nicht ein bisschen sicherer, als da irgendwie so einen Ranger hinzuschicken? Na, egal. So, große Dinosaurier brauchen mehr Nahrung als kleine. Wenn sich zu viele Dinosaurier eine Futterstation teilen müssen, könnten einige davon verhungern. Dinosaurier mit 0% Nahrung oder Wasser verlieren wegen Hunger oder Dehydration an Gesundheit. Dies kann schnell zum Tod führen.
Aber hier sieht doch ganz gut aus. Frisch, Reserve 7 von 10. Ja, gut. Müssen wir ja nichts unternehmen. Also, wir brauchen noch irgendwie Ranger-Teams. Kriegen wir auch noch hin. Ich würde ehrlich gesagt ganz gerne Stromproduktion und genutzter Strom 60. Naja, wir sind an der Grenze. Ne? Ein Kraftwerk produziert anscheinend 60. Und ja, komm, wir lassen das stehen. Ich wollte es eigentlich abreißen, habe ich mir überlegt, aber wir lassen es einfach mal stehen und widmen uns einfach hier dem hier. Und zwar muss ich erstmal Geländebau und ich würde gerne Wasser hinzufügen. Das hatte ich nämlich schon gesehen. Machen wir hier eine kleine Wasserquelle hin. Das wird reichen hoffentlich. So. Und dann hoffe ich einfach mal, dass sich die Fleischfresser irgendwie grundsätzlich vertragen werden. Ich möchte einen Fleischfresser machen. Gucken, wie viel kostest du? 550.000? Ist das dein Ernst? Na gut, hier können wir nichts machen. Wir hätten gute Verdauung. Ja, okay. Ich weiß nicht mehr, was das gebracht hat. Kann ich mir das angucken? Ich würde gerne wissen, was das nochmal für ein Genom war. Steht hier nur gute Verdauung 1.0. Immunität. Lebensfähigkeit geht runter wegen ihm. Die sind doch dann immun. Das mache ich doch, damit sie gesund sind. WTF. Wie viel hast du denn so normal? Oder verarschen die mich hier? Ja, Lebensfähigkeit 62%. Das geht runter, wenn ich denen aber Immunität gebe. Das ergibt überhaupt gar keinen Sinn in meinem Leben. Was soll denn das? Und ist dann auch noch teurer. Pff. Ich mach mal so ein Ding. Ich würde aber sehr, sehr gerne mal den Unterschied sehen zwischen den normalen, wie hießen die, Struzio hast du nicht gesehen, und dem farbigen. Ich hoffe, da wird kein Rassismus entstehen. Wir werden sehen. Wenn die sich irgendwann später auslachen und so ein Kram, ist nicht meine Schuld. So, was haben wir hier noch? Lebenserwartung geht hoch, aber Lebensfähigkeit geht runter. Aha. Belastbarkeit. Null gehen. Lebenserwartung 52, 60. Es geht nur um 8 hoch. Und Verteidigung 0. Aber ich will ja erstmal nur um Farbe, ne? Es geht hier nur um Farbe. Was haben wir hier noch? Lebenserwartung, Belastbarkeit. Das ist doch der gleiche Scheiß. Hier, guck mal, das geht nur um 1% runter. Hier, wir nehmen hier die gute Verdauung. Nehmen wir das. Wie bestätige ich das Ganze? Bestätigen, gehen, anwenden, Eingabe. Wuhu! Funktioniert nicht. Warum? Hä? Okay, hier wollte ich ja das Normale machen. So, scheiß auf Lebenserwartung. Ich will Belastbarkeit erhöhen. So, gehen anwenden. Es geht doch! Wieso nicht gleich so? Scheiß auf Eingabe! So, nicht gekreuzigte, gekreuztes, nicht gekreuzigtes. So, Genomeigenschaften. So, Hautstandard. Ich wollte keine Standardhaut. Ich wollte die Haut hier. Boom, Wüste. Oh, ich habe kein Geld mehr. Scheiß drauf. Wieso habe ich schon kein Geld mehr? Alter. Wie sieht so meine Finanzen aus? Wir machen immer noch einen Gewinn pro Minute um 3000. Das ist nicht wirklich viel. Müssen wir aushalten. Kann ich hier die Zeit vorspulen? 1, 2, 3 und so? Sims? Nein? City Skylines? Nein? Wäre auch zu schön gewesen. Okay, Mission, ein kommerzieller Park. In einem Hammond-Entwicklungslabor ausbrüten und freilassen. Alter, wenn der jetzt krepiert, ne? Oh, okay. Nicht so. Guckt's euch an. Dinosaurier kann freigelassen. Ja, habe ich schon. Achso, der andere wahrscheinlich. Wieso der erstmal rumbrüllt, weiß ich auch nicht. Ist einfach nur wahrscheinlich für uns. Glückliche Gäste, darum geht es hier auf den Inseln. Wir sorgen dafür, dass sie bekommen, was sie wollen. Das ist so ähnlich wie für Dinos zu sorgen.
Nur mit mehr Anforderungen und weniger Verständnis, stimmt's? Okay, streift umher, ist gesund, okay, hier. Was kann ich hier noch? Kampf. Dinosaurier getötet, Ziegen getötet. Ah, cool. Dinosaurierbewertung. Guckt's euch an hier, Freunde. Guckt's euch an hier. Anlagenbewertung ist richtig hoch. Geringe Zufriedenheit. Warum? Was ist los? Hier ist alles gut. So, geringe Vielfalt. Ich tut mir leid. Ich habe halt zwei Saurierarten, ja. Tut mir leid. Warum hier ist zu geringe Zufriedenheit? Aber wahrscheinlich wegen Fastfood, ne? Na gut. Guckt euch an, wie es ihm geht. Dem geht's richtig gut. Das ist unser kleiner Schnucki. Und es wird natürlich Zeit, wieder Namen zu nehmen. Und ich gehe hier mal direkt auf mein Discord rauf. Und da habe ich, ich weiß nicht, gibt's hier Raptoren überhaupt? Wollen wir mal gucken, ob es hier Raptoren gibt? Dinosaurier. Das ist kein Raptor. Das könnte einer sein. Hey, das ist ein Carnosaurus. Das ist ein T-Rex. Okay, das dauert noch, bis ich den finde. Aber gut. Wir geben erstmal ihm den Namen. Und zwar kommt dieser Name von Nugget. Und zwar wird das die Knutschkugel. Für einen molligen Dino. Ja, du bist mollig. So. Knutschkugel. So. Jeder darf natürlich nur einen Dinosaurier, ich will mal sagen, besitzen. Ihr besitzt ihn ja nicht, aber ihr habt ihm quasi jetzt einen Namen gegeben. Und wenn ihr euch jetzt im Discord anmeldet und ihr beiden habt einen Dinosaurier und womöglich einen, ja, dann könnte man sie quasi gegeneinander kämpfen lassen. Ich hoffe, das funktioniert noch. Ich weiß, dass ein Fleischfresser auf jeden Fall einen Pflanzenfresser angreift, aber ich würde gerne irgendwie auch, dass sie sich gegenseitig angreifen können, wenn man sie in eine Arena packt oder so. Das wäre echt cool. Expeditionszentrum. So, ich habe wieder ein bisschen Geld aufgebaut. Kosten 60.000. Edmontosaurus. Warte mal. Fossilien. Inselnavigation. Die sind hier. Ach so. Ah, man kann gleichzeitig mehrere haben. Ach so. Ah. Okay. Das ist cool. Aufträge. Da wollte ich hin. Neuer Auftrag. Komm schon. Gib mir einen neuen Auftrag. So, ich möchte gerne. Was haben wir denn hier? Unterhaltung. Nehmen Sie den Auftrag an. Das wäre gut für uns beide. Schließen Sie mit der Kamera des Ranger-Teams ein Foto eines Dinosauriers, der an einer Futterstation frisst. Okay. Gut, ich brauche ein Ranger-Team. Aber erst, ach so, ich muss erstmal hier den hier Scheiß machen, ne? Fast Food. So, Fast of the Food. Fast Food. 170, kann ich mir leisten. Wir machen das am besten hier hin, weil hier natürlich die geile Attraktion ist. Strom kriegst du hier so. Ich würde halt nicht gerne direkt am Weg bauen, weil, keine Ahnung, ich finde das komisch. Kacke. Könnte man irgendwas anderes da noch hinsetzen, um das Ganze zu verschönern. Das hier ist natürlich erst unsere erste Welt. Die zweite Welt wird noch um einiges besser, hoffe ich. Kannst du mal fertig werden? Oh, wir haben hier verschiedene Wegtypen. Wir können richtig breite Wege machen. Oh, ich hätte den Hauptweg richtig breit machen können. Aber wie scheiße sieht das denn aus? Na gut, das machen wir dann im nächsten. Ersetzen. Ah, was? Verbaut. Ach, wegen dem Scheiß oder was? Ja gut, das muss ich im nächsten machen. Das ist sonst toll. Aber ich kann die Farbe wechseln, das ist nicht toll. Das machen wir dann im nächsten. Schneller, ich drücke auf die 3. Los, produziert schneller. Weg nicht verbunden. Was du nicht sagst. Was meinst du, was ich die ganze Zeit hier vorhabe? Keine Ahnung. Reicht das so? Hey, ich habe da von einer tollen Gelegenheit erfahren. Gehen wir es an. Brüten Sie einen Hammond Entwicklungslabor erfolgreich. Wieso jetzt? Ich hab's doch gerade gemacht. Geldbelohnung 200.000. Ja, okay. Ich muss hier den Weg ändern. So. Sieht so ein Scheiß aus.
Ist mir egal, wie teuer das ist. Warum haben die alle verschiedene Farben? Was soll denn das? Hier. Komm, machen wir das so. Könnt ihr euch nicht auf eine Farbe des Weges einigen? Was soll denn der Schwachsinn? Ey, ich fühle mich hier gerade richtig gemobbt vom Spiel. Hier, was soll denn der Scheiß? Da, so, hier, guck mal, wie schön das aussieht. So, was haben wir hier? Forschung ansehen. So, Fossilien, wir haben mal wieder welche mitgebracht. Wir haben einen Edmontosaurus, direkt zweimal. Und, Forschung, Gehege. Ihr könnt natürlich den Elektrozahn brauchen wir nicht. Scheiß auf Sicherheit, Freunde, ganz ehrlich. So, genetische Forschungen. Wir haben jetzt, haben wir noch gar nicht gemacht alles hier, ne? Achso, stimmt. Das hier hatten wir gemacht. Alpine. Kosten 300.000. Ich bin zu arm. Komm, wir müssen erstmal Geld sparen. Ich würde nämlich jetzt nächstes gerne so eine Ranger-Station bauen, um das Foto zu schießen. Forschungsziel im Forschungszentrum Kleiderladen. Ihr macht mich fertig, Freunde. Ist das also? Hammond Entwickler, Ranger Station. Oh, stimmt, Ranger. Bin ich hier falsch? Forschung? Medizin. Gebäude da. Aha. Kleiderladen. 200.000. Cool. Bin ich kurz davor. Wir müssen nur ein paar Minuten warten. Holy shit. Okay. Die Einnahmen sind ziemlich schnell gestiegen. Also. Wir müssen doch nicht so lange warten. Wie geht's dir, mein Freund, im Regen? Du siehst hungrig aus. Ja, bist du auch. Ja gut, wir müssen erstmal für Nahrung sorgen. Selbstverständlich werden wir das hier hinbauen, nur die hier halt hier gucken können, wie der Typ hier frisst. Zack. Ah, cool, kann ich mir nicht leisten. 250.000. Dankeschön, Spiel. Du bist ein Arschloch-Spiel. Da, Beobachtungsanlage. Das könnte ich dann hier hinbauen, weißt du, dann können sie sich dann Keks freuen. Ist doch voll cool. Gut. Hoffen wir mal, dass mein Dino nicht verhungert. Hä? Wir müssen doch viel mehr Einnahmen kriegen. Was mache ich hier? Wir können uns so lange umgucken. Radius können wir hier verändern. Wir können Gefälle machen. Aha. Wir können Pflanzen platzieren. Ey, guck mal hier für unsere Fleischfresser, damit er sich wohlfühlt. Er wird mir verhungern. Jetzt habe ich auch Geld für den Scheiß ausgegeben, ne? Okay, ich brauche nur 25.000. Ich kann so eine Ziege machen. Versorgt fleischfressende Dinosaurier mit einem beweglichen Paket voller Fleisch und Nährstoffe. Sie bietet zwar nicht so viele Nährstoffe wie der Futterstation für Fleischfresser, stillt jedoch den Hunger und befriedigt den Jagdtrieb. Oh, cool, hier. Fang dir eine Ziege, Kleiner. Fang dir eine Ziege. Bitte. Lass die Ziege frei! Ich hab insgesamt 10 Ziegen drin, bevor ich sie nachfüllen muss. Da läuft sie. Guckt sie euch an. Ist ja noch viel geiler, als so ein Dino dahin zu werfen. Hallo? Dino? Wir wollen es alle sehen. Wo bist du? Wo ist denn der Kerl? Was machst du denn da hinten? Ich dachte, du hast Hunger. Freie Kamera, so. Ja, ja. Ziege! Komm her! Wo ist das bekloppte Viech? Was machst du überhaupt da hinten, ganz ehrlich? Du hast mich so viel Geld gekostet, wenn du jetzt verhungerst, weil du zu blöd bist, diese dämliche Ziege da hinten zu finden. Oh, wo ist die Ziege? Verdammt. Dieses dreckige Subjekt versteckt sich irgendwo hinter den Bäumen. Hey, da! Ziege! Hier, komm, kann ich dich lenken? Oh, er stimmt drauf zu! Ja! Komm, gönn's dir, Kleiner, gönn's dir. Los, meine Knutschkugel. Knutsch ihn richtig ab. Er bremst ab, er riecht. Da ist die Ziege. Schnapp sie dir. Wieso hast du so wenig Wasser? Warum bremst du ab, sag mal? Da, guck mal. Komm, schnapp sie dir. Los. Komm, schnapp sie dir.
streift umher. Was soll jetzt angreifen? Oh, oh, jetzt aber, guckt's euch an. Alles ausblenden. Okay. Das ging schnell. Kommt jetzt eine neue Ziege direkt rein? Keine Ahnung. Aber wie geht's dir, Knutschkugel? Knutschkugel? Hey. Knutschkugel? Kann ich im Wald nicht finden, ey. So. Nahrung geht ja richtig hoch durch so eine Ziege. Das ist gut. Das ist richtig gut. Wasser verstehe ich nicht. Er hat hier Wasser. Vielleicht nicht genug. Vielleicht, keine Ahnung, braucht er mehr? Ich weiß nicht. So, aber wir möchten auf jeden Fall gucken, wie teuer eine Ranger-Station ist. 400.000, zu teuer, was du nicht sagst. Was haben wir hier? ACU-Zentrum bietet schnelle Luftunterstützung für Zwischenfälle im Park. Ist das nicht der Scheiß hier? Hier ist Expedition. Na gut, dann nicht. Wir gucken uns mal die Gebäude an, solange wir kein Geld haben. Pro Insel nur einmal, okay. Forschungszentrum auch nur einmal. Sturmabwehrstation. Wissenschaftszentrum. Innovationszentrum. Und Sicherheitszentrum. Ich hätte gerne irgendwie, keine Ahnung, transportieren oder so. Das wäre cool. Gyrostation. Beobachtungsplattform. Das ist natürlich alles schön und gut, ne, aber... Ich würde gerne Kämpfe einleiten können. Das wäre so genial. Oder man macht sie einfach aggressiv oder so. 10,4 Meter lang. Späte Jura. Alles nicht so der Welthit. Ich muss ehrlich sagen, ich bin von der Vielfalt der Gebäude ein bisschen enttäuscht. Weil im Endeffekt... Weiß ich nicht. Es ist halt nicht wirklich viel, was man machen kann. Die meiste Zeit guckt man sich halt die ganze Scheiße hier an, was passiert. Guck mal, er trinkt. Oh, wie süß. Die Knutschkugel trinkt. Frisst halb den Boden mit weg, aber naja. Ah, er trinkt von alleine. Okay. Gut, bis die nächste Ziege braucht, dauert das eh noch ein bisschen. Wir können die Ranger-Station bauen. Ach nee, die kostet 400.000. Oh, Besucher überall, guckt's euch an. Kann ich hier die Preise bestimmen? Verkaufen für... Hier, 5. Personal brauche ich nicht, Verwaltungsansicht, keine. Was ist das? Fast Food. Yes. Verwaltungsansicht ist Essen. Dino-Häppchen wird verkauft. Dino-Schmaus, mein Freund. Dino-Schmaus. Gucken wir mal, was passiert da hier? 48.000 immer noch. Vor allem die gehen irgendwie nicht so weit, ne? Ich brauche unbedingt diese Beobachtungsstation da hinten. Im Moment, wieso habe ich so viel Sicherheit? Ah, da. Da schalten wir auch noch einiges frei. Gewinn pro Minute. Die Gewinnspanne sieht gut aus. Machen Sie weiter so. Okay. Bin dabei. Ich glaube, meine Inselbewertung ist gesunken, oder? Ja, frisst euch voll, frisst euch voll. Schön, schön, schön. Aber die meiste Zeit warte ich eigentlich nur auf Geld. Mal gucken, was ist hier eigentlich mit meinem Dino? Dino freilassen. So, gucken wir uns mal die Farbe an. Unterscheidet er sich. Oh! Hoho! Aber dass man das in der Vorschau nicht sehen kann, finde ich echt gemein. Aber guckt es euch an, wir haben einen andersfarbigen. Der direkt fressen will. Die brauchen sofort Nahrung und Wasser, wenn sie rauskommen. Oder ich habe ihn zu lange drin gelassen und er ist verhungert. Aber naja. So, wie sieht's aus? Bestand und Sozial kann ruhig noch weiter steigen. Sozial ist, glaube ich, wenn wir die gleiche Rasse hier reintun. Und Bestand ist der Bestand hier drin. Würde ich jetzt so sehen. Wie sehen die anderen aus?
Da ist Günther. Günther wird übrigens ohne H geschrieben. Das habe ich gemerkt, als ich das Thumbnail gemacht habe. Günther. So, Günther. Und wir können uns jetzt die Ranger-Station leisten. So, dann packen wir die einfach mal... Oh, hier so hin, ne? Tada! Deine Mutter ist verbaut, ey, ganz ehrlich. Ich würde gerne noch im Stromgebiet bleiben. Aber doch ein bisschen weiter weg, um da noch mehr Gebäude aufbauen zu können. Ja, Strom. So, da haben wir Strom. Wir bauen gleich noch die Straße dahin. So. Mein Rat, nehmen Sie den Auftrag an. Erreichen Sie 100.000 pro Minute. Okay. Dafür kriege ich 50.000. Das ist jetzt nicht wirklich der Welthit, oder? Ich kriege 50.000 dafür, dass ich 100.000 verdiene. Pro Minute. Da will ich auch schon ein bisschen mehr haben. Ganz ehrlich. So. Hier müssen auf jeden Fall noch mehr Fleischfresser rein. Aber ich habe nicht das Geld. Aber guckt mal, hier die Leute laufen hier fröhlich durch die Gegend. Hier haben die einen kleinen Kreis. Ach, schön. So, Ranger-Station wird gebaut. Baustelle. Also wir müssen ein Foto machen. Wenigstens kann ich jetzt hier meine Einnahmen sehen. 73.000 schon. Fotografieren Sie einen Dinosaurier, der an der Futterstation frisst. Ja, das Problem ist, das ist eher so eine mobile Futterstation. Am ehesten hier. Ich frage mich, wie das funktioniert. Sage ich denen einfach, hey Jungs, macht mal ein Foto? Ah, Fahrzeug lenken. Hui! Wie cool. Oh Gott, ich muss mal auf die Zeit achten. Okay, alles gut. So, ich habe noch keine Orientierung hier. Und ich mache jetzt mal meinen ganzen Park hier kaputt. Ich fahre mal am besten auf der Straße. Dü, dü. Aus dem Weg. Dü, dü. Okay. Weicht einfach raus. Gar kein Problem. So, ich vermute mal, wir gehen hier rein. Wir haben die Handbremse. F für Foto machen. Aber was zum Teufel? Hä? Greifen die mich einfach an? Was ist hier los? Ah. Auffüllen, okay. Auffüllen. Futterstation aufgefüllt. Okay, jetzt müssen wir nur noch warten, bis hier jemand ankommt und dann ein schickes Foto machen. Für Thumbnail. Aber ich kann dabei nicht fahren, das ist ja kacke. So, mal so eine bessere Position. Na kommt, Leute. Kostet übrigens 10.000 nachzufüllen. Ich kann mich auch nicht umsehen, das ist echt kacke. Jetzt komm, iss mal einer was. Ja, er geht hin. Lass dich nicht von mir irritieren. Nein, iss was! Iss doch was. Will mal jemand was essen? Oh, ich kann mich doch umsehen. Vor allem der Bunte. Mach mal einfach ein Foto von... Mach einfach mal so ein Foto. Von zwei Exemplaren. Hopp. Ich krieg Geld für Fotos? Nice! Ein guter Moment für ein Foto. Gib mir Geld? Komm, wir machen den Bunten hier. Er guckt gerade weg. Er ist scheu. Wiederholende Spezies? Ja, tut mir leid, dass es dieses Spiel nicht so viele Spezies hat. Ich würde ja gerne mehr Spezies irgendwie in mein Foto reintun. Aber es geht ja nicht. Kann mal jemand was fressen? Wenn endlich jemand was gefressen hat, bin ich reich. Dann bringt mir das Geld auch nichts mehr. Oh, ich fahre rückwärts. Wie komme ich hier raus? Okay. Bleibt einfach da stehen, Freunde. Bleibt einfach da stehen. So, du hast doch bald Hunger.
Wie sieht's mit dir aus? Du hast auch bald Hunger. Jetzt kommt, esst was. Und du hast auch bald Hunger. Hey, nein! Fahr nicht weg. Nicht wegfahren. Nicht wegfahren. Ich brauche euch genau hier, wenn sie Hunger haben. Kann ich nicht sagen, bleibt hier? Aufgabe hinzufügen. Stehen bleiben! Dinosaurier heilen. Das mache ich alles. Das mache ich alles, Freunde. Keine Sorge. Oh, guckt euch an. Der läuft heute zum Essen. Nein. Ach komm. Weißt du, jetzt haben wir ihn verscheucht. Kann mal jemand anderes was essen? Die Musik ist übrigens sehr schrecklich. Oh. Keine große Kunst, aber mir gefällt's. Yay! Habe ich es jetzt geschafft? Arbeiten zuzusehen, das nenne ich Unterhaltung. Yes, Nizza! Sehr machen Fotos. Ich bin Künstler. So, okay. Wir haben mittlerweile ein bisschen Geld verdient, währenddessen wir hier Fotos gemacht haben. Und ich würde sagen, das war's für heute. Ich werde jetzt noch ein bisschen im Spiel verbringen, um ein bisschen Geld zu sammeln, würde ich sagen. Und dann sehen wir uns morgen mit ein bisschen mehr Geld. Obwohl, nein, ich tue es nicht. Lieber nicht. Nicht, dass hier gleich ein Dino ausbricht und dann plötzlich nehme ich das Ganze nicht auf. Stell euch vor, der denkt sich einfach nur, das Tor sieht ja richtig leicht aus. Ich springe da einfach mal rüber. Was auch gerade so aussah. Der denkt nach, wie er rauskommt. Streift umher am Arsch. Der überlegt, wer hier rauskommt. Kleines, mieses Subjekt, du. Okay, was kann ich derzeit denn ausbrüten? Rein theoretisch könnte ich ihm auch so ein Dino reinwerfen für 40.000, ne? Ich meine, im Endeffekt... ist das... ja... gut, es ist vielleicht ein bisschen teurer als so eine normale Futterstation, aber... ich meine, so eine Futterstation kostet 250.000 plus noch das Viech, jedes Mal 10.000. Also 10 Stück, also eigentlich 1.000. Ja, gut, wenn man das so sieht. Aber wir könnten den Edmontosaurus machen. Ja, Freunde, und wenn ihr auch ein Tierchen sein wollt, hier in Jurassic Park, hast du nicht gesehen, geht in Discord. Ich habe noch ein paar Namen offen, will natürlich aber die Namen jetzt nicht an den ganzen komischen Krankheit entdeckt. Meinen Strutzo hast du nicht gesehen, verschwenden. Wenn ihr aber so ein Strutzo hast du nicht gesehen sein möchtet, dann könnt ihr es natürlich auch einfach dazu schreiben, dann seid ihr auch schon mit dabei. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.